Gut, ab nach Nebelheim. Schreitet hoch. Ich muss sagen, dieser Umhang sieht schon... gut aus. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Nach Nebelheim. Hey. Ach, da. Sicher doch. Wo soll ich euch bringen? Nebelheim. Bitte. Einmal. Benutzt Seeleverstehung, um tote Gegner, Lebensmagie und Mana. Okay. Oh oh. Nebelheim waren wir doch gerade. Wieso? Warte. Das ist die falsche Magie. Nicht benutzen. Nein. Gleißender Funke. Das ist eigentlich 67 Schaden. Er verbraucht das Doppelte, ne? Dann haben wir Kosten 12 oder Kosten 20 für einen Kettenblitz. Ja, bleiben wir dabei. Und... naja, wir haben ja noch Bücher, ne? War der? Muss mal so ein paar Bücher. Da. Feuerelementar, Schlammelementar. Lehrling, Lehrling. Rang 1 und Rang 2. 5 und 15 natürlich. Totenfunke, Seelenfalle. Ja komm, versuchen wir mal ein bisschen mit Seelenfalle zu arbeiten. Bist du denn, Elch? Da. Ne. Waren wir noch nicht hier? Okay. Himmel, Arsch und Zwirn. Wofür habt ihr denn so lange gebraucht? Wir haben hier ewig gewartet. Ihr seid doch eben erst... ist, dass wir nun den Stein finden. Wir beide kämpfen die Ruinen nach dem Stein. Ich sehe schon mal das Tor auf die Lupe. Wow. Alles verstanden? Gut, dann hopp. Zu wissen, wie es aussieht, soll enorm bei der Suche danach helfen. Ja. Habe ich zumindest gehört. Das habe ich euch doch schon gesagt. Ein kleines, rot pulsierendes Juwel. Wenn der Stein hier ist, dann solltet ihr nach irgendwelchen Dorfschatzkammern oder so suchen. Jetzt kommt in die Pötte, wir sehen uns am Tempel. So, dann starten wir mal unsere glorreiche Suche. Was meinst du? Ich schlag vor, du übernimmst das Rathaus. Ich durchsuche den Rest des Dorfs. Gib mir einfach Bescheid, wenn du was gefunden hast. Gut, ich gehe davon aus. Mhm. Weißt du, über Nebelheim? Ja, eine ganze Menge sogar. Die Geschichte hat mich früher fasziniert.
Du scheinbar nicht, was? Wundert mich eigentlich bei all der Zeit, die du jetzt schon auf Enderal bist. Was willst du wissen? Was ist mit dem Dorf passiert? Ja, so in etwa war es auch. Wie erzähle ich das, ohne den Rahmen zu sprengen? Die Kurzfassung ist, die Dorfbewohner haben den Verstand verloren und Malfas und dem rechten Weg abgeschworen. Irgendwann sind dann immer mehr Reisende in der Nähe Nebelheims verschwunden. Und hat man das anfangs noch auf die Gefahren des Flüsterwalds geschoben, hat man irgendwann bemerkt, dass überraschend viele Leichen später in der Nähe des Dorfes wiedergefunden wurden. Irgendwann hat der Orden eine Division Hüter gesandt, um dem Wahn ein Ende zu setzen. Wie auch immer das konkret hätte aussehen sollen. Aber die Nebelheimer wehrten sich wie tollwütige Hunde. Und das Ergebnis war, dass die Garde beigezogen wurde und das Dorf gestürmt werden musste, wie eine Festung. Tja, und das ist auch schon das Ende der Geschichte. Okay. Nett, nett. Naja, die gängigste Erklärung ist natürlich die Nähe zum Flüsterwald. Wir wissen ja alle, dass die Pilzsporen über kurz oder lang jeden Menschen in den Wahnsinn treiben. Magiebegabte noch schneller als normale. Ungünstige Winde, mehrere Monde hinweg. Wer weiß. Zumindest ist das die offizielle Erklärung. Manche Verschwörungstheoretiker schieben die Schuld auf den Schlechter von Ark. Ah. Genau den, ja. Jael Gerbers Sohn. Ganz skurriler Kerl. Er hat vor seinem Selbstmord eine Autobiografie hinterlassen. Obwohl der Orden ihren Besitz offiziell verbietet, gibt es Sammler, die einen richtigen Kult darum gemacht haben. Es gibt eine Menge wilde Spekulationen um die ganze Geschichte. Einiges davon ziemlich bizarr, wenn du mich fragst. Naja. Okay. Haben sie, ja. Sie haben sie geopfert, um genau zu sein. Und ich weiß, dass das wie aus einem schlechten Theaterstück klingt. Später, als man Nebelheim untersucht hat, hat man einen versteckten, mittlerweile verschütteten Raum im Tempel gefunden mit seltsamen Gemälden an der Wand. Scheint, als wären dort die Menschen geopfert worden, aber warum? Das hat man nie rausgefunden. Okay. Wie gesagt, irgendwas hat die Nebelheimer verrückt gemacht. Und genau so haben sie auch gekämpft. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und der Ort ist nicht schlecht befestigt, besonders durch seine Lage auf der Klippe. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis der Orden und die Garde der Sache Herr geworden ist. Aber dennoch. Ja. Da hast du recht. So, ab ins Rathaus. Aua! Hallo! Ja, super. Cool. So. Aber wir hatten nur noch einen Schamanen dabei, den ich noch nicht getroffen habe. Runenschwert, Runenschwert. Ah, Kommandozeilentool. Nein, möchte ich nicht. Da. Gefüllt. Mächtiger Seelenstein. Hab ich jetzt zwei gefüllte Seelensteine? Ja, gefüllt mit allgemeiner Seele. Cool. Wow! Boah! Der hat mich jetzt erschreckt. Puh.
Boah. Gib mir mal ein bisschen was zu futtern. Ach, wie soll ich denn da rankommen? Hey. Speichern. Okay. Mana-Trank genommen. Feinlederkapuze brauche ich nicht unbedingt. Brauche ich auch alles nicht. In Silberbarren. Stahlpfeile kann man immer gebrauchen. Was war denn das jetzt? Ah. Ja. Schlechter von Arc, das kenne ich schon. Lass mir mal. Eine Laute. Gut, gut, gut. Dann speichern wir hier bitte nochmal. Und ab in den Rathauskeller. Silberring. Siegelstein des Kristalltempels und ein Smaragd. So. Aber hier gibt es noch Dietriche Teller, den ich jetzt mitgenommen habe, den ich wahrscheinlich nie wieder bringe. Diebesstiefel. Denn hier? Oh, eine Truhe. Mhm. Okay, das war irgendwie zu einfach.
finde ich. Weiß nicht warum, aber das war irgendwie zu einfach. Das ist eigentlich keine gute Idee, wenn das Ding zu einfach ist.